Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Khan hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Musik? Klar, machen Sie sie an. Da wären wir. Dies ist der erste und bislang einzige menschliche Außenposten hier oben. Spartas. Außenbasis. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirien war still. Aber die anderen übertrugen, einschließlich der Atom-U-Boote. Sie warteten auf Befehle. Sollen wir zuschlagen? Niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab. Marinekapitäne weinten über Funk wie Kinder. Die Mannschaften baten mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Andere meinten, dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die U-Boote meldeten sich lange Zeit immer wieder per Funk. Sie konnten mindestens ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Manche von ihnen wurden zerstört, aber nicht alle. Ich zittere noch immer, wenn ich an diese Tage denke. Hi, Artyom. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Modernste Militärausrüstung. Hallo, Artyom.
sicher. Ich mache Übungen, wie du siehst. Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Eine hübsche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Es ist das Verlies der alten Kirche. Rein! Gut, Zeit, den Ofen anzuwärmen.